Hallo, hier ist Christoph von TapTech.de und das ist ein Hands-On mit dem neuen Nokia N1, das eigentlich von Foxconn kommt. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht von Nokia, aber Foxconn kann sich den Namen Nokia lizenzieren und bringt hier ein Android-Tablet raus. Sieht auch sehr ähnlich einem iPad Mini aus. Foxconn produziert ja das iPad Mini, von dem her wird es wahrscheinlich keine Schwierigkeit sein, das hier zu produzieren. Aber wir haben sehr, sehr interessante technische Daten und durchaus bietet hier das Nokia N1 einige Specials, die ein anderes Tablet und ein anderes Android-Tablet nicht bietet. Wichtig ist auch hier, dass wir den Nokia Launcher vorinstalliert haben. Ihr seht hier schon, das heißt, ich kann hier einige Gesten machen, zum Beispiel ein Z, und es würde mir alle Sachen mit Z nachsuchen. Auch im Internet, das ist eigentlich hier ganz speziell und ich finde das eigentlich auch ein sehr schöner Launcher. Man kann das ja auch selbst aus dem Play Store herunterladen. Und ich habe hier auch Android Lollipop, das heißt, es ist eigentlich schon basierend auf Android Lollipop, die neueste Version. Und ich kann hier sehen, dass ich eigentlich auch eine gute Performance haben sollte. Hier ist das Internet leider nicht so schnell, denn wir haben hier auch den neuesten Intel Morphill Prozessor, den Atom Z3580 integriert. Das heißt, es ist der stärkste in dieser Serie. Und natürlich sind auch 2 GB Arbeitsspeicher dabei. Das ist allerdings nicht alles, denn neben dem 7,9 Zoll Retina Display mit der Auflösung von 2048x1536 Pixeln haben wir auch den neuen Type-C Stecker. Und das heißt, ich habe hier einen neuen Standard an USB-Stecker. Das heißt, er funktioniert in beiden Richtungen. Egal, ob ich das jetzt so anstecke oder so anstecke, das Gerät wird trotzdem geladen oder einfach die Funktionen sind verfügbar. Wir haben auch weitere neue Features durch diesen Type-C-Standard. Und zwar ist es schneller als Micro-USB 3.0. Und das ist mal auch die Zukunft von den neuen Standards an Anschlüssen. Das heißt, das Nokia N1 ist auch somit das erste Tablet, das das schon unterstützt. Des Weiteren sehen wir auch hier die 2 Lautsprecher auf der Unterseite. Und ja, das ist es eigentlich schon. Leider weiß man nicht genau, wann das Gerät nach Europa kommt oder beziehungsweise ob es nach Europa kommt. Jedenfalls macht es eigentlich einen guten Eindruck und es wäre eigentlich ziemlich schade, wenn man es nicht bekommen würde, auch wenn es jetzt vielleicht ein kleiner iPad-Klon ist. Aber wir haben durchaus interessante Features, wie gesagt, und die Performance sollte durch den neuen Intel Morphill-Prozessor auch sehr gut sein. Das war's hier mit einem kurzen Hands-on vom Mobile World Congress 2015. Ich bin Christoph von TapTech.de. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.